möchten wir heute die Swirl-Technik ausprobieren. Man kann auch dazu sagen, Baumstamm-Pouring. Also, das sind unsere Farben, die wir dafür nehmen. Und Pigmente. Iridescent. Gelb Metallic. Orange. Schwarz oder Anthrazit Metallic. Transparentes Rot. Ja, so, das sind die Farben, die wir nehmen wollen. Und jetzt mischen wir los. Wir brauchen wieder Pouring Medium, wir brauchen wieder Wasser. Okay. So, wir fangen mit dem Gelb an. Hier habe ich noch ein Restgelb vom letzten. Da mischen wir jetzt einfach dieses Gelb dazu. Das ist kein Gold, sondern das ist ein. Warte mal, wir machen uns mal Licht an, dann sieht man das besser. So, ich denke, ihr seht jetzt viel besser. Das ist ein Gelb Metallic. Das hat einen ganz zarten Metallic-Effekt. So. Den werden wir noch ein bisschen verstärken. So. Thank you.
40 mal 40. Thank you.
Okay. Haben eine Schicht jetzt hier aufgebracht. Ich hoffe, die ist dick genug und die reicht. Mal sehen. Das ist ein Experiment. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe mir das jetzt so überlegt, wie ich das machen möchte. Mal gucken, ob es klappt oder auch nicht. Ihr habt gesehen, es geht wahnsinnig viel Farbe dabei drauf. So, jetzt muss das auch schnell gehen. Ihr müsst jetzt die Poringbecher ansetzen und dann Dirty Pour, einen Becher, kontrollieren, dass sie richtig schön fließbar sind. So. Bin gespannt, genauso gespannt wie ihr. Vorsichtig über den Rand flutschen lassen, nicht dass das jetzt irgendwie sich großartig vermischt. Das wollen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir lassen jetzt die Farben, die drei Farben, die wir jetzt hier in diesem Topf nehmen oder benutzen wollen, die lassen wir jetzt gerade da rein. Bloß nicht durcheinander kommen hier und die falsche Farbe eingießen. Dann wird wieder gemeckert. So. So. Und jetzt hier Dirty Pour, alles ist im Topf. Wir werden jetzt aus diesem Topf heraus direkt auf das Weiß puren, gießen. So. Ich hoffe, ihr könnt das gut gucken, gut sehen alles. Und sowas darf nicht passieren.
Ist ein Staub. Wo kommt denn das her? Heute ist so ein Wind. Ich habe das Fenster auf. Ja, weg damit. Wollen wir nicht. Wo Löcher seht, wir wollen keine Löcher haben. So, keine Löcher. Ich habe jetzt wirklich auch überhaupt keine Ahnung, wie das wird. Gut, okay. Den Mutigen gehört die Welt. Das ist jetzt merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum die Farbe sich mischt. So. Das sieht schon besser aus. Das ist das, was ich will. Wow. Okay. Nummer 1. Jetzt gucken wir uns das erstmal an. Das muss so ein ganz bisschen laufen. Ich wollte, dass es da anstößt. Dass es da oben anstößt. Aber Stoppeli, unser Tornado oder unsere Baumscheibe soll nicht zerrissen werden. So. Wunderbar. Ich hole euch mal ran, dass ihr sehen könnt, was das so bedeutet. Ja. In dem großen Format ist es schwierig, euch so ranzuholen, dass ihr alles seht. Ja? Okay. Ich muss mir die Hände sauber machen, weil ich muss euch ja wieder rauszoomen, sonst kriege ich deswegen wieder Schimpfe, weil ich das nicht gemacht habe. Und dann so habe ich aber jetzt gemacht. Trara. So, und dann kippen wir einfach mal den zweiten Becher. Dass nicht durcheinander kommen hier. Das ist ein anderes Rot. So. Was wir lila nehmen, weiß ich noch gar nicht. Ach, warum nicht? Kann doch ruhig. Jetzt nehmen wir mal dieses Gold hier. Ihr seht, das ist viel heller. Mal unten rein. Je mehr ihr gießt, oh, die Farbe ist zu dick, das kann ich euch zeigen. Und das geht so überhaupt nicht, da muss Wasser dran. So, also je mehr ihr von einer Farbe jetzt in den Topf, in den Cup hinein gebt, umso dicker werden die Streifen. Also, machen wir das nicht. Warum ist das jetzt so störrisch? So. Jetzt lassen wir das vorsichtig über den Rand laufen. Nicht zu viel, lieber öfter wechseln mit dem Gold.
da noch ein bisschen drin haben, kann die Farbe ruhig noch mal wieder kommen. Schadet nicht. Das ist ganz schön. Und auch das Schwarz kann da einmal noch wiederkommen, damit man so ein bisschen ein paar kleine Strukturen hat, die dort auch sind. Farbstrukturen. Ne? Gelb. Rot, Gold. Ist ja alles metallic. So. Und dunklen Gold noch mal ein bisschen. Das kommt gut, ich sag's euch. So. Gelb hatten wir eben, jetzt machen wir doch noch mal rot. Und wir machen Lila. Mehr Lila. Und was hat sich jetzt im Lila abgesetzt? Das finde ich ehrlich gesagt jetzt saublöd. Okay, lassen wir jetzt noch mal einmal ein bisschen schwarz wiederkommen. Das ist nur so, dass sich das Auge an irgendwas da erfreuen kann, was es schon kennt. Ja, so. Gut. Ja, jetzt machen wir unsere zweite kleine Blume. Schnabel biegen so vorne so ein bisschen. Ich sag Blume, es hat mit Blume nichts zu tun. Das wisst ihr auch. Ja. Ich mixe jetzt noch mal ein bisschen von dem Schwarz an. Ihr habt ja gesehen, wie ich das mache. So, ihr wisst ja, wie das geht. Ist einfach, ich möchte einfach jetzt von der anderen Mischung auch noch mal ein bisschen was dazu haben. So. Medium. Oh, das reicht noch. Das reicht noch. Außerdem habe ich eine neue Flasche. Ich habe mir jetzt gerade bei Amazon eine neue Flasche bestellt. Pouring Medium Liquid Text war recht günstig im Angebot. Also wer da scharf drauf war, ich glaube, ich habe 24 Euro oder sowas bezahlt. Und dann, da ich noch andere Sachen gekauft habe, war das dann nachher. Ihr müsst immer gucken, dass da dann steht, versandkostenfrei. Das kombinieren mit irgendetwas, was ihr noch braucht oder wie auch immer. Und dann so. Also ich bin da jetzt ganz unkompliziert. Wo ist mein Gold? Wo ist es denn? Habe ich kein Gold mehr? Das wäre doof. Dann muss ich mir Gold eben auch noch ein bisschen mischen. Das ist ja auch nicht so wild. Das kann ja jetzt hier schön alles auseinanderlaufen. Und dann, ihr seht schon, auf so einer
große Leinwand, es passt verdammt viel Farbe. Dementsprechend, ich mache jetzt keine Pigmente dran, das würde jetzt zu lange dauern. Ich mische jetzt einfach nur so weit, so schön. Ja. Das Liquid Sex ist jetzt noch zu, tolle Wurst. So, aber jetzt nicht mehr, jetzt ist offen. Also es ist schon schwer, oder sagen wir deutlich schwerer, eine große oder größere Leinwand zu handhaben, auf jeden Fall. Und ja, ich gebe da jetzt doch noch Pigmente dazu, weil es einfach wunderschön ist. Oh Mann, arbeitet bloß mit Mundschutz. Oh Gott, der Wind heute und ich habe keinen Mundschutz um. Das ist übel, das ist ganz übel. Oh Mann, ich schmier hier rum. Okay. Ich will jetzt hier nicht drauf tropfen, deswegen mache ich das außerhalb. Aber ich möchte mit dem Gold dann noch wirklich was machen. Das ist mir einfach noch nicht Gold genug. Ach, ich bin so blöde. Statt Wasser kippe ich da den Leim dran. Das ist auch toll. Ganz toll. Gut, da muss jetzt entsprechend viel Wasser dran. Da. Seht, es gibt ganz viele Zellen, ne? Ganz viele Zellen und schöne Zellen und ganz wunderbar. Ja, muss ich was annehmen. Das ist auch nicht schlimm. Hauptsache, das läuft gleich schön. Da oben möchte ich nämlich noch ein bisschen was mit Schwarz machen. So, das kann man sich nämlich in Ruhe, während man das so anmischt, kann man sich jetzt in Ruhe überlegen, wo man was noch wie machen möchte. So, das Schwarz ist auch Gold reingekrümmelt, man macht ja nichts. Das reicht eigentlich auch. Dann kann ich dann, so, da ist jetzt Silikon drin, da nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier noch ein, zwei Mal so. Okay. Nee, ich will es nicht rein vermischen mit Scheibenkleister. Langsam gießen über den Rand, dass es nur so reinläuft, ja. Und dann die anderen Farben, die ihr noch habt, die ganzen anderen Reste. Könnt ihr alle noch dazwischen machen. Alles aber nur so drauflaufen lassen, sonst wird es unübersichtlich und läuft rein. Das wäre schade. Passiert hier aber gerade, ich weiß nicht warum. Wir werden es so nehmen, wie es kommt. Okay, dann nochmal das Lila. Nicht daneben kippen. Ich bin hier wieder so hektisch. So. Schauen wir mal. Ja, ich bleib jetzt überall hängen hier. Konzentration, Konzentration. So, für euch ist das jetzt ein bisschen langweilig gewesen. Das schneide ich vielleicht einfach raus und gucken. Geht weiter.
So, ich kratze jetzt einfach aus den anderen Töpfen nochmal die Farbe raus. Ich möchte einfach, dass nochmal Farbe wiederkommt, dass ich Farbe wiedererkenne. Und im Endeffekt wirklich alle Farbe verbrauche. Zumindest die große Masse. Und das Schwarz setzt sich nach unten ab, das ist schade. Okay. So, gut Leute, das war's. Das ist jetzt so eigentlich wirklich das, was ich auch wollte. Das kann man kann dafür sorgen, dass man es kreisrund macht. Daher auch so die Idee von den Baumscheiben. Ich finde dieses Zerrupfte und Zerrissene jetzt gerade so schön. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Es hat auch so ein bisschen was. Ja. Das sind das. Amöbenartiges, würde ich mal so sagen. Ja, wie so eine. Oder keine Ahnung, aber finde ich klasse, also finde ich echt klasse. So, was ich jetzt möchte, ich möchte, dass hier oben noch mal von diesem Rot was passiert. Gut, das war's jetzt. Okay. Dann lassen wir das jetzt ein bisschen über den Rand weglaufen. Die Farbtöpfe stellen wir jetzt erstmal ein bisschen außer Reichweite, dass ich hier nicht irgendwas umschmeiße. Da bin ich nämlich groß drin. Farben gemacht. Ihr könnt es natürlich mit allen anderen Farben machen. Wir wollen mal gucken. Das geht gar nicht, das nehme ich immer wirklich weg, sonst schmeiße ich das alles um. Und dann können wir dazu übergehen, wir können es nochmal abtorchen. Sollten wir auch. Habe ich meinen alten Bunsenbrenner dafür hier. So. Gemacht für die Ewigkeit. Ein bisschen runterdrehen. Oh, ist ja schön. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Erstmal vorsichtig. Die ganzen Luftblasen gehen raus. Das ist schön.
lange abdrehen. Ihr seht, hier kommen wunderbar Zellen raus. Wollte ich das? Ich möchte jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen laufen lassen. Oder möchte ich das nicht? Nö. Nee, ich glaube, ich möchte das nicht laufen lassen. Ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich mit dem Weiß. Wo ist denn der Topf geblieben? Mit dem Weiß den Rand noch mal so ein bisschen verkleide. Dazu fülle ich mir das in das Töpfchen, das ich vorher für das Weiß verwendet habe. Und ja auch nicht viel, das ist einfach nur, obwohl bei der Riesenleinwand, das ist schon gigantisch viel, was man da an Farbe insgesamt braucht. Ich habe jetzt die ganze Farbe, die ich heute Morgen angesetzt hatte, verschmettert. Also das ist schon heftig. Ehrlich gesagt. Also, wenn ihr ein großes Bild macht, dann braucht ihr gigantisch viel Farbe und dementsprechend ist das auch für euch dann irgendwo eine Preissache, ja. Dann wisst ihr ungefähr, wenn ein ganzer Topf Titan weit drauf geht, also dann könnt ihr euch ja vorstellen, dann ist allein an Weiß immer fast 10 Euro weg, ne? Oder je nachdem, wenn ihr eine Luxusfarbe nimmt, dann ist eben mehr wie 10 Euro weg. Nur fürs Weiß. Insofern, also, ich habe euch jetzt mal die Technik gezeigt. Das ist gigantisch schön, was da so herauskommt. Durchaus. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt habe ich irgendwie Rot an meinen Pinsel dran gekriegt. Da werde ich dann mal schnell auswaschen. So, das wollen wir nämlich nicht. So, gut. Okay. Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, Negative Space. Wir haben Zellen, große Zellen, kleine Zellen, Flow-Effekte. Diese richtigen Baumscheibeneffekte, diese gehen natürlich kaputt, sobald man sich entscheidet und sagt, ich bewege das auch nur ein bisschen. Also so das allererste, was wir gemacht haben, da sind sie noch am deutlichsten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dieses ganz kreisrunde, immer nur kreisrunde, nicht meins. Also ich mag das lieber, wenn das so ein bisschen ausgefranselt ist. Aber das könnt ihr ja durch ganz langsames Gießen und ihr könnt das ja managen, so wie ihr das wollt. Mir ist es egal. Ich hätte auch sicher gern das eine oder andere noch ein bisschen mehr auseinander gelaufen gehabt, um zu gucken, ob dann vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Zellen aufpoppen. Aber bei dieser Technik sollen ja eigentlich noch nicht mal viele Zellen aufpoppen. So viel ich das weiß. Da geht es einfach um diese Ringe. So, und die Ringe haben wir ja nun. Das kann uns ja keiner abstreiten. So. Was ich jetzt auch hier wieder habe, die Farbe ist recht dick. Das ist eben etwas, was ich euch sicher einmal zeige, aber nicht andauernd mache. Also ich finde es selber schön.
aber mich verlockt immer das nächste dann. Ich mag immer mal was ausprobieren. So, im Übrigen würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal wieder sagt oder wenn mir mal wieder jemand sagt, probier mal dies oder jenes aus. Ja. Oder wenn ihr mir mal das zeigt, was ihr so nachgemacht habt, das würde mich mal freuen. Zeigt mir doch mal Bilder, die ihr macht. Oder wenn ihr nicht nachmacht, wenn ihr das euch jetzt an dem Wort stört, dann eben Bilder, die ihr macht mit euren Farben, euren Ideen. Etwas dünner gemacht, weil ich hier sonst gar nicht in die Rille reinkomme. Aber auch das ist egal hier. So. Seiten sind alle verkleidet. Gut. Ja, schön. Prima. Geklappt hat das. Mit Metallic alles, also dementsprechend wird es, wenn es trocken ist, nachher schön glänzen und glitzern. So, auf geht's. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Ja. Mhm. Fängt das gleich an zu tröpfeln, zu tropfen. So, ich denke, ihr habt es gesehen und ich zeige euch das dann, wenn der Riesenschädel getrocknet ist. Also noch größere Formate braucht, glaube ich, brauche ich nicht in der Technik. Das ist mal hier drauf. Nö, das will ich jetzt, das muss da weg. Das ist von dem schwarzen Sand ein Korn, so kann es gehen. Das schon. Wunderbar. Gut. In diesem Sinne, viel Spaß und wir sehen uns wieder, da bin ich mir ganz sicher. Tschüss.